Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier den Fiat 682 N4 euch vorstellen. Der kostet hier 61.000 Euro und 3.111 Leasing. Wir haben hier ein Ladevolumen von 11.000 Liter und eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h, 400 Liter Kraftstofftank und eine Leistung von 179 PS, entsprechend hier 132 kW. Wir haben hier auch Farbwahl, wie du hier siehst, also Marineblau zum Beispiel oder jetzt hier in Flammenrot oder Mintgrün, dann in Grau und dann hier in Navygrau, ja. So, verschiedene Farben haben wir hier noch und wir haben hier noch die Kapazität zu erhöhen auf 15.000 Liter. Da haben wir hier also Holzbordwände obendrauf, finde ich eine ganz coole Sache. Ich habe jetzt das schon mal zweimal gekauft und ja, wir schauen uns jetzt hier den mal an. Ja, wie wir sehen, haben wir hier die Bordwändevergrößerung und hier den als Standard hier gekauft. Ja, den habe ich auch natürlich beladen. Da, wenn man hier sieht, wenn man hier einsteigt, ist schon mal hier die Tür offen. So, jetzt hier die Türe wieder zu. Schauen wir mal, also was wir noch so machen können. Ja, wir können hier mit X, können wir hier die Fenster öffnen. Da geht jetzt hier leider nur die Seite her auf, also auf und zu. Ist jedenfalls schön animiert, das Ganze. Ja. Spiegeln, ja, hier sind auch vorhanden und natürlich hier mit Funktionen. Wir starten einfach mal. Da sehen wir jetzt, das Zündschloss hier ist animiert und die Instrumente genauso. Finde ich ganz gute Sache. Also Luft, also und hier, das glaube ich, das andere ist der Öldruckanzeiger. Das ist schön animiert, das Ganze. Leider sehen wir jetzt die anderen Instrumenten auf der Seite her leider nicht. So, haben wir auch hier den Restlauf-Sound-Animation. So, dann schauen wir mal. Ist auch hier Schalthebel auch animiert. Pedale, wie wir sehen. Sitzt hier luftgefedert. So. Können wir jetzt den auch nochmal schnell hier beladen, natürlich. Das war eins zu weit. So, jetzt haben wir hier das mal beladen und wir schauen uns das Ganze natürlich an, wie jetzt der ablädt. Zeitlich, wenn wir sehen, schön raushusten tut er. Coole Animation, jeden Fall ist alles da. So, schauen wir mal erstmal hierher. Ob man irgendwie was wählen kann. Nein, wir können nicht wählen, welche Seite wir abladen wollen. Das ist jetzt nach hinten. Finde ich auch ganz gut, dass es nicht gleich also ablädt. Ist ganz gut gemacht hier die Animation, wie er nach oben drückt. Dann können wir auch gleich mal hier schauen. Kardanwelle hier ist auch hier schick animiert. Der wird auch schön, wenn wir sehen, langsam aber sicher schmutzig. Ich stelle jetzt den einfach mal jetzt vorne auf die Seite. Schnappen uns den anderen. Schauen wir uns mal an, wie das bei den anderen schön dargestellt wird. So, der Sound sehr gut gemacht, muss man dazu auch noch sagen. So, jetzt hat man den anderen rein. Dann haben wir jetzt hier die höhere Bordwände und die höhere Ladekapazität auch noch. Testen wir jetzt auch gleich jetzt hier den Attacher natürlich. Zurückverlicht hat er keines. So, unser HW80 dockt schon an. Aber hier dynamische Schläuche, wie wir leider sehen, funktionieren hier leider nicht, komischerweise. Verbaut sind hier die Anschlüsse schon, aber nehmen tut das ja nicht. So, wir machen jetzt auch natürlich jetzt mit denen hier unser Lichttest natürlich.
Blinker. Jetzt sie hier. Da seitlich. Das normale Licht einmal. Dann hier mit Nummer 5 und Nummer 6. Also haben wir schon mal viel, was wir hier sehen. Schauen wir jetzt mal innen drin rein. Kontrolllampen so her leider hier nicht. Außer jetzt hier mit Nummer 6 haben wir jetzt hier die Kontrolllampe. Wir gehen natürlich jetzt wieder hier ins Tagesgeschehen natürlich hier über. Und schauen uns jetzt das Ganze an, wie er ablädt natürlich. So, jetzt gleich hier I. Damit ein Abladen hier auch ganz gut gemacht, dass oben langsam weniger wird. Das wurde wirklich schön gemacht mit den ganzen, mit dem Partikelsystem. Das sieht sehr gut aus. So, jetzt fahren wir vor. Dann schauen wir uns jetzt dann mal. Er soll 70 km/h ja hier laut, also die Angaben hier fahren. Bin mal gespannt. Weil unten steht es ja drin, 70 km/h. So Fahrsound super toll. 60 haben wir jetzt schon drauf. So, dann schauen wir mal, ob wir die gerade Kurve schaffen. Ja, 70 haben wir jetzt drauf, also sehr gut. Ja, der Sound gefällt mir sehr, sehr gut. So, man kann hier überall fahren, so her, ja, man bleibt nicht gleich hängen, das ist auch super toll. Ja, und ich denke mal, wir schauen jetzt als nächstes hier mal die Lok an. Da sehen wir jetzt hier, die Lok hier ist fehlerfrei. Ja, wenn dir das Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du wieder reinschaust und natürlich einen Daumen nach oben da lässt. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Franz.